Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Wir sind beim Tempel der Zeit, hieß der so? Tempel der Zeit, genau. Und ja, eigentlich ist es auch ein bisschen schwierig jetzt für mich mit den Berufen, wie immer eigentlich in diesem Spiel, da zumindest die Komplettlösung zuletzt, also ich habe nicht wieder jetzt reingeschaut, sondern von damals noch weiß, dass wir irgendwann demnächst eigentlich einen Dieb und einen Dragoon brauchen, also wieder Refi und Ingus ändern müssten. Und auf der anderen Seite habe ich die beiden jetzt schön aufgelevelt, sodass wir jetzt damit den Tempel schaffen können, deswegen mache ich das. Sollten wir halt später dann doch wieder einen Dragoon und Dieb brauchen, was mich total nervt, dass man dann halt gerade so schön alles aufgelevelt hat und dann sieht man schon, och, woanders brauche ich jetzt aber eigentlich den schon wieder. Ja, dann muss ich die halt wieder aufleveln, dann ist das so. Wir versuchen es mal hier nochmal. Verschlossen. Moment. Wenn ich jetzt direkt sie ändere, könnte mir das dann jetzt schon helfen? Kann sie das? Ach so, warte. Dann war das nicht wieder so, dass sie dann oben sein muss oder so? So. Mit Hilfe deiner Diebesfähigkeiten entriegelst du die verschlossene Tür. Ja, geht doch. Super. Okay, aber eigentlich will ich trotzdem nicht, dass sie oben steht. Das mag ich nicht. Soll ich dann Refia direkt doch als Dieb lassen? Weil wenn wir sie jetzt eh immer wieder hier brauchen... Das ist ja auch doch... Hier ist das Chakra! Mit 50 Schaden sogar. Oh. 89 Windschaden. Das ist gut. Oh. Können wir beides nehmen? Oh, wir können beides nehmen. Das ist gut. Ja, dann hat sie einen guten Schaden eigentlich. Trotzdem immer noch. 4, 15, 10, dann nimmst du die schwarze Kapuze. 18, 30, Dunkelrobe weiterhin. 11, 13, 3. Dann nimmst du den Kraftarmschuss. Gut, dann leveln wir Refia eben jetzt als Dieb. So, vielleicht klappt das ja, aber ich habe ein bisschen Schiss, weil die Gegner waren ja zuletzt sehr stark hier drinne und ja, weiß nicht. Kann auch schief gehen. Enthielt Diamanthelm. So einen haben wir doch eigentlich schon, ne? Hat er den nicht auf? Ja, der hat den auf. Was ich halt schade finde, ist... Genau. Was ich schade finde, ist, dass keine anderen die immer dann tragen können. Aber das ist halt... Ja, wie meine Freundin so schön letztens sagt, das wäre dann halt alles so sonst überskillt. Und so hat so jeder seins. So, ich opfer mich mal. Und, du kannst ja mal normal angreifen hier. Genau, und du eigentlich auch. Ja. Und du machst, weiß ich nicht. Noch geht's allen gut, deswegen verteidigst du. Nee, dann greifen wir alle an. Oh, 6000 noch was Schaden. Okay. Muss ich mir vielleicht doch nicht so Sorgen um Refia machen. Ich glaube, die schafft das dann, ne? Ich glaube, die schafft's. Na, dann ist ja gut. Dann ist ja alles okay. So, hier waren wir damals. Das ist schon mal gut, dass nicht so viele Gegner bisher kamen. Du opferst dich. Du kannst Reis ausnehmen, aber ich will dich gar nicht Reis aus. Schade, dass sie nicht so ein Special-Ding jetzt hat. Aber dann greif mal einfach den in der Mitte an. Du kannst eh nicht angreifen, dann greifst du den auch an. Und du greifst den an. Das war sehr gut. Das war, glaube ich, auch gut. Ja, 867 ist gut. Für Arc ist es gut. Super. So haben die keine Chance. Es läuft. Super. Ja, ja, doch. Wenn das so weitergeht, schaffen wir das sogar. Um zu schauen, was hier eigentlich ist in dieser Höhle. So. Huhu. Defendor. Was ist denn ein Defendor? Für wen ist das? Für ihn. 95 Schaden mit dem Zauber Protes belegt.
Wahnsinn! Aber Brot ist heiß. Achso, er hat das dann automatisch dann immer, ne? Okay, das kriegst du. Dann nimmst du statt dem Königsschwert das. Oder ist das nicht auch was für ihn hier? Guck, der kann das auch haben. Das wäre doch noch besser. 55 Gift durch. Nehmen wir mal den Gift-Dings weg und du kriegst den Defendor. Das finde ich noch besser. Machst du mal noch mehr Schaden? Ja, das finde ich gut. Obwohl das bei Ingos auch gar nicht mal so schlecht wäre. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich laufe mal einfach. Guck mal, hier können wir auch rein. Da brauchen wir es ein bisschen wieder ändern hier. Formation. So. So. Zack. Sind wir drinne. Wo auch immer. Und da ist wieder eine Tür. Jetzt wieder Formation ändern. Und noch nebenbei das Defrag-Programm natürlich ausmachen. Und das geht immer an, immer wenn ich Final Fantasy spiele. Das ist so komisch. Ich meine, ich habe ja vor den Spielen auch immer den Rechner an und laufen. Und da geht's nicht an. Aber es geht vor allem dann an, wenn ich Final Fantasy spiele. So, Diamantpanzer mal wieder. Haben wir schon, kann aber nicht schaden. So, können wir schnell raus hier. So. Gehen wir hier auch nochmal die Treppen runter. Nach links vielleicht. Hui. Können wir hier hoch. Hier waren wir auch noch nicht. Hier gibt's ja viel zu entdecken, wie es scheint. So. Beeil mich. Ich finde das super hier gerade. Es ist super, es läuft gut. Oh, hier ist auch viel. Ja, zack. Behemoth-Dolch. Was ist das denn jetzt wieder Feines? Den kann sie auch nehmen mit 78. Dann kann das Chakram doch eigentlich weg. Schade. Aber das ist dann noch besser. Diamanthandschuhe haben wir auch schon. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Ja, kann weiter so laufen. Immer weiter ohne Kämpfe, super. Und jetzt schon wieder hier Formation. Ein bisschen doof. Dabei ist sie doch automatisch in der Truppe. Also das, finde ich, hätte man auch anders machen können. Weil sie ist ja eh drinne. So, dass wenn derjenige halt eh in der Gruppe ist als Dieb, dann... Ja, dass der das dann schon macht. Wäre logischer. Wo geht's denn jetzt hin? Oh oh. Hier nicht. Hier können wir hin. Warum kommen denn keine Kämpfe? Das wundert mich. Macht mich leicht unsicher. Opfer dich. Supi! Mann, die ist so stark geworden. Das ist echt geil. Das ist auch gut. Der macht das mit seiner Opferung immer. Aber dann denke ich mir, so doch, wenn ich ja meistens... Meistens nehme ich ja doch gerade die Opferung für ihn. Pass mal auf hier, warte. Mach das mal doch anders. Weil, also Blutschwert, Angriff 55. 95 ist klar, ist besser. 32, 30, 35. Ja, dann nehmen wir doch, ja, ist natürlich, ich finde den eigentlich super mit seinem Angriff, mit seiner Opferung, aber ja, gut. Ich wollte das jetzt eigentlich Ingos geben, aber ich finde, dann geht sein Schaden doch so runter. Und das finde ich schade. Ach, der kann jetzt hier auch? Ja, dann nimm du mal die Diamanthandschuhe. Wie jetzt? Kannst du doch? Ja, super. Nee, dann ist gut. Wieder eine Kiste. Was kriegen wir? Diamantschild. Ein Schild benutzen wir gerade nicht, weil dann haben wir zwar gute Verteidigung, was sehr wichtig ist, so ist nicht, aber irgendwie tendiere ich doch immer gerade mehr zu Angriff als Verteidigung. Was wahrscheinlich auch ein Fehler ist, weil sobald mich einer haut,
sind die auch schnell tot. Das ist scheiße, das weiß ich. Aber wenn die so viel Schaden machen, finde ich das halt einfach auch klasse. Weil dann hat man einfach immer so hohe Chancen. Ich lasse die jetzt einfach mal vorne. Oh. Warte, dann ändern wir hier mal jetzt nochmal die Formation. So. Die legendäre Laute Noahs beginnt eine leise Melodie zu spielen, die dein Herz tief berührt. Wie cool. Noahs Laute erhalten. Cool. Was kann ich mit der jetzt machen? Das war's jetzt hier? Gut, dann tschüss. Danke für die Laute. Was ist denn jetzt mit der? Ich glaube, die hatte doch was mit der Invincible zu tun oder so. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Waren wir hier nicht schon? Ja. Komm ja da von links. Gehen wir wieder zurück. Wir hatten ja, was wir wollten. Das war ja dann relativ easy hier. Bisher. Ich komme einfach sehr gut gerade durch. Waren wir hier schon? Weil das sehe ich ja, ob die Tür aufgeht. Ja, die geht auf. Waren wir schon? Ja. Ich will halt nichts übersehen. So, wieder hoch. Geh hoch. Wir sind wieder auf dem Weg zurück. Mit Beam wäre es einfacher, aber so geht ja auch. Waren wir hier rechts schon? Ja, waren wir. Was ist denn los hier? Wo sind denn all die Monster hin? Haben keinen Bock mehr. Jetzt haben mal wieder drei Bock. Ich glaube, die wissen, dass wir die töten. Können wir was stehlen? Nee, erstmal greifen wir mal an hier. Einer ist schon mal weg. Zwei sind schon mal weg. Oh. Keine Monster mehr da. Die flüchten alle. Auch mal ganz schön. Auch mal schön zu wissen, dass man auch mal stark ist. Und nicht immer so kurz vorm Sterben. Ach, da kommen sie. Jetzt kommen sie langsam wieder. Ach, er hier. Hat er uns nicht schon mal getötet? Ja, 9.999. Mein lieber Schwan, dafür kriege ich so eine Errungenschaft. Yo. Oder eher, dass ich so viele Monster getötet habe schon. Nicht für den Schaden. Konnte das jetzt gerade nicht so lesen. Was ist hier ganz recht? Nee, hier waren wir ja schon. Und zwar am Anfang. Ich will mal hier oben jetzt diesmal lang. Hier waren wir nämlich noch nicht. Genau. Kann das sein? Wenn die Tür aufgeht, ne, dann geh mal hoch. Nee, die ist verschlossen. Da waren wir nämlich noch nicht. Was ist denn jetzt hier? Noch eine Kiste. Und wir werden angegriffen. Mit der falschen Formation macht aber nichts. Kriegen wir trotzdem hin. Es ist echt unglaublich. Ja. Also Refi als Dieb ist halt auch einfach der Hammer irgendwie. Die war schon immer so stark als Dieb. Diamantarmschienen. Möchte jemand? Geht das? Die geht nicht. Du kannst auch nicht. Diamantarmschienen. Ja, du hast sie ja schon. Ja. Gut. Ja, die sind ja auch unterschiedlich mit Handschuhen und Armschienen. Und jeder hat so auch da seins. Aber ich kann mir das immer nicht merken. Macht ja auch nichts. So. Ja, war klar. Hier, wer bist du? Wir greifen die mal normal an. Das sollte eigentlich auch reichen.
Wie viel Schaden kann man machen? Mehr geht doch gar nicht. Ich glaube, wir waren da schon. Ach ja, okay. Dann geht's wieder raus. Wir hatten, was wir wollten. Das hätte ich mir nicht so einfach vorgestellt, ganz ehrlich. Also das war jetzt richtig, richtig gut. Dafür gibt es natürlich auch eine Speicherung. Besser geht's gar nicht eigentlich. Also, ist der Hammer. Denn echt, freut mich. So, ich weiß jetzt vom Hauptquest ehrlich gesagt nicht, weil ich habe jetzt echt gedacht, ich müsste den ganzen Part jetzt hier im Dings verbringen. Was wir denn dann jetzt so machen als nächstes überhaupt? Wir waren ja an so vielen Stellen schon. Muss ich mal auf die Karte gucken. Wir sind da unten, wir sind so westlich. Und dann sollte man südöstlich... Bei der Höhle waren wir aber schon. Aber da muss es eigentlich noch mehr geben. Deswegen gehen wir da nochmal hin, oder? Oder wir klappern hier nochmal die Ecken ab, wenn wir schon mal hier sind. Gehen halt nochmal wirklich so in die Buchten runter und schauen, ob wir hier was finden. Sieht aber nicht so aus. Wir haben doch jetzt die Laute. Muss man doch sowas in, was finden können. Das ist immer das Blöde, dass man unter Wasser wird man immer total schnell angegriffen. Also immer. Ach, das war sogar weniger Schaden. So, dem geht's wieder gut. Und du machst die jetzt mal weg. So, weg. Zack. Tupi. Wollte nur wissen, ob hier links noch was ist. Weil das hier so eine große Bucht ist. Aber nö. Nö. Nix da. Echt? Voll langweilig unter Wasser. Hier ist ja nirgendwo was. Warum denn nee? Meno. Ach, da fällt mir doch noch was ein. Da war irgendwo, sollte ich in eine Höhle, weil wir ja jetzt hier beim Gebirge lang können. Aber wo ist denn diese Höhle? Ich weiß das auch noch. Wir wollten damals... Das war so, das war eigentlich so, man kam so von rechts hier rein und dann waren hier so diese Höhlen. Und da wollte ich immer rein, aber hab das ja, dann war ja unser Schiff kaputt und habe ich ja damals noch gesagt, das macht aber nichts, wir kriegen später eh ein neues. Dann können wir da nochmal hin und das mache ich jetzt mal. Wo ist denn hier diese Höhle? Hier so rein? Guck mal, hier zum Beispiel, waren wir hier schon mal? Dann gehen wir hier mal hin. Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Speichere ich mal lieber. Man weiß ja nie. Zack, zack. So. So. Hier rein. Gucken, was uns erwartet. Alte Ruinen. Nee, hier waren wir noch nicht. Vielleicht sollen wir auch sogar hier hin. Das weiß ich ja gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Wer ist er? Weiß ich nicht. Greif ihn aber an. Er steckt auf jeden Fall schon mal über 4000 ein. Also so ein einfacher ist das jetzt, glaube ich, nicht. 6000, der lebt immer noch. Ja. 300, 400, das kriege ich hin, wenn ich halt mich immer regelmäßig heile. Ja, okay. Irgendwas mit 7000 HP oder so. Nehmt ihr mal, wir haben ja genug davon extra eingekauft, dann nehmt ihr davon mal was. Du und du. Genau.
Genau, und eure Formation, die kann sich jetzt auch wieder ändern. So. Zufrieden. Oh, hier, wer seid ihr denn? Vor kurzem ist ein Einsturz erfolgt und das Adamanit versperrt nun den Weg tiefer in die Höhlen. Wir haben uns den Studien der vom Volk der Alten hinterlassenen Ruinen verschrieben. Eine Mauer aus Adamantit stürzte während des Erdbebens ein. Wir haben jeglichen Kontakt mit dem Forschungsteam tief in den Höhlen verloren. Oh. Was kann ich tun? Was mache ich jetzt? Oh. Wenn ich das jetzt nicht finde, dann muss ich hier die ganze Zeit kämpfen. Ist auch blöd. Nee, greif mal an. Das ist schon mal gut. Immer drauf. Teilung. Nee! Genau, mach eine Opferung. Alle. Zack, alle weg. Ha! Die teilen sich, die Schweine. Von wegen. Aber mit Lunis schaffen wir das. So, was mache ich denn jetzt hier? Hier, bist du nach rechts, oder? Nee? Hä? Was wollt ihr denn? Dann helft mir mal. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit kämpfen. Weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Die teilen sich ja auch. Oh nee, was sind denn das für blöde Dinger? Oh, das ist ja scheiße. Nee. Nein, jetzt teilen die sich wieder. Mach schon. Ah, scheiße. Stirbt. Nein. Stirb. Jawohl. Dann hängt man ja hier ewig in solchen Kämpfen, wenn die sich immer teilen. Das ist ja gemein. Und eine Heilportion erhalten. Leute. Einstoß erfolgt und das Adamantin verschwert uns mit tief in die Höhlen. Was mache ich denn jetzt? Könnt ihr hier, kann ich euch hier meine Laute geben, oder? Eine Laute, deren Klang Unai erwecken kann? Nee. Also wir sollen Unai damit erwecken. Ja, aber wir können hier auch irgendwie nichts gerade machen. Können wir denen irgendwas geben? Das ist doch blöd. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen kann. Bestimmt hier unten irgendwas. Hier, der Brocken muss weg. Aber wie? Wie, das erfahren wir im nächsten Part von Final Fantasy 3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.